Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute möchten wir euch was Besonderes vorstellen. Hi, ja, wir haben ja seit diesem Jahr neu die Kategorie Praxis Family checked. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut einfach mal in dem Video, das wir dazu gemacht haben. Wir verlinken es hier, ihr könnt es euch anschauen. Und ansonsten ist das die Kategorie, wo wir euch bestimmte Sachen vorstellen möchten, die wir für gut befinden, die wir getestet haben. Und heute wird es ein Kissen sein, ein besonderes Kissen. Jeder, der von euch keine Probleme beim Schlafen hat oder keine Schmerzen hat im Nacken und sonstige Schwierigkeiten hat, der braucht dieses Video jetzt nicht. Ansonsten ist das hier wertvoll. Wir haben ein Kissen gefunden, das tatsächlich richtig gut funktioniert. Es ist von der Firma Neventor. Es gibt sicherlich auch viele andere Kissenhersteller. Neventor hat hier aber etwas Großartiges geschaffen, wie wir finden, denn es ist ein Kissen, das sich in jeder Richtung gut anpasst, sich gut anfühlt, eine gute Haptik hat, ausreichend hart und gleichzeitig weich ist. Ja, wie kommt das? Warum brauche ich so ein Kissen überhaupt und warum ist überhaupt Kissen wichtig? Wir wissen, wenn wir schlafen, es gibt drei verschiedene Lagen grundsätzlich, in denen man schläft. Das ist entweder die Rückenlage oder die Bauchlage oder der Seitschläfer. Da gibt es unterschiedlichste Theorien, was man tun sollte und was nicht. Es gibt viele Hinweise, dass man versuchen sollte, ohne Kissen auf dem Rücken zu schlafen. Für manche geht das gut, für manche klappt das nicht gut. Das ist hochindividuell. Und was entscheidend ist, dass wenn ihr schlaft, dass ihr erholt schlafen könnt und dass ihr gleichzeitig aber auch keine Schmerzen habt, dass eure Wirbelsäule nicht in eine Schieflage gerät. Und da reden wir vor allen Dingen von der Halswirbelsäule. Die Halswirbelsäule muss besonders gestützt werden. Wenn euer Kissen zu hart ist oder zu weich, dann kann es sein, dass die Halswirbelsäule je nach Schlafposition überstreckt wird oder abknickt. Und das kann langfristig dazu führen, dass ein falscher Druck entsteht auf die Blutgefäße und Nerven, die in der Halswirbelsäule entlanglaufen. Und das sorgt dafür, dass eine Reaktion vom Körper entsteht und er stellt Histamin her und Stickstoffmonoxid. Das kann also dazu führen, dass ihr nicht gut schlaft, zum Beispiel, weil eure Nase ständig zuschwillt in der Nacht. Oder dass ihr einfach in den Mangel geratet, weil das Stickstoffmonoxid abgebaut werden muss und ihr kommt in so einen chronischen Vitamin B12-Mangel. Der sorgt dann für chronische Müdigkeit, chronische Verspannungen und so weiter und so weiter. Mal ganz abgesehen davon, dass wenn ihr nicht das richtige Kissen habt und Fehlspannungen in eurer Nackenmuskulatur und Rückenmuskulatur entstehen, dass ihr chronisch verspannt. Und wer kennt nicht diese blöden Nackenschmerzen? Ja, und dann versucht man das Kissen, das man hat, irgendwie zurechtzurutschen und zurechtzuzupfen und schiebt irgendwie einen Knüttel zusammen, wo man den Kopf drauflegen kann oder so. Ich kenne das alles, weil ich bin selbst betroffen. Ich habe tatsächlich selber die Schwierigkeiten mit der Halswirbelsäule durch einen schweren Unfall, den ich mal hatte, oder zwei sogar tatsächlich, eins mit dem Auto, eins mit dem Fahrrad in den jüngeren Jahren. Und daher weiß ich, okay, ich muss auf meinen Nacken aufpassen und ich bin schon immer sehr empfindlich mit Kissen. Und das Kissen hier ist wirklich klasse. Es ist aufgebaut in zwei Schichten. Es gibt eine sogenannte harte Seite aus so einem harten Schaumstoff. Oder hart ist vielleicht falsch, aber eine härtere Seite. Und eine weiche Seite aus einem Memory-Schaum. Das Ganze ist aufgeteilt in solchen Kammern. Es ist so ganz professionell geschnitten und zusammengefügt. Und so ist es so, dass ihr euch aussuchen könnt, ob ihr lieber eine harte, härtere oder eine weichere Unterstützung haben wollt. Und dann ist das Tolle, egal wie ihr euch dreht oder wendet, das Kissen bleibt immer in seiner Position. Das heißt, es stützt wirklich den Kopf in allen Richtungen. Und wenn ihr euch zurückdreht, dann geht das Kissen wieder in seine Ursprungsform zurück. Und ihr habt nicht das Problem, dass ihr den Knüttel jedes Mal neu machen müsst, den ihr euch zurechtgeknüttelt habt. Das ist mal großartig von der Funktionsweise. Das heißt, das Kissen hat durch diesen Memory-Schaum die Funktion, dass es immer wieder zurückgeht in die Ursprungsform und dadurch immer, egal in welcher Position ihr seid, den Nacken gut stützt. Ganz wichtig ist, dass ihr die richtige Größe vom Kissen auswählt. Da ist es jetzt entscheidend, dass ihr ein bisschen schaut, wie ihr schlaft und es letztendlich tatsächlich auch testen müsst. Für mich ist es so, es gibt die Angaben von Neventor, wenn man das kauft, von Körpergröße und Gewicht. Das ist mal ein grober Maßstab, da kann man sich nachrichten und es kann aber trotzdem nicht passen. Für mich war das so, dass ich das nach Größe und Gewicht das XL-Kissen gebraucht hätte. Und jetzt komme ich mit einem wesentlich kleineren klar. Ich glaube, das ist jetzt das S- oder M-Kissen, das ich habe. Das ist für mich besser, weil ich von der Schlafposition irgendwie anders oder komisch schlafe. Das müsst ihr rausfinden.
Wichtig ist, wenn ihr schlaft nur auf der Seite und überhaupt nicht auf dem Bauch oder Rücken, dann braucht ihr meistens eine etwas höhere Höhe, weil der Abstand zwischen Schulter und Kopf, der muss kompensiert werden, damit der Kopf gerade ist, und das ist meistens ein bisschen mehr. Wenn ihr mehr der Bauch- oder Rückenschläfer seid, braucht ihr eher flacheres Kissen. Bauchschläfer brauchen meistens gar kein Kissen. Und dieses flachere Kissen ist dann oft besser geeignet. Für mich war das Besondere, ich bin ein Schläfer, ich schlafe viel auf der Seite, aber ich habe immer die Hand unter dem Kopf und dazwischen das Kissen. Das heißt, meine Hand macht einen zusätzlichen Zentimeter Abstand und deswegen brauchte ich ein schmaleres Kissen, damit am Ende der Kopf gerade liegt. Und sowas ist eben individuell. Das heißt, das müsst ihr dann selber ein bisschen raustesten. Beobachtet das, wie ihr schlaft. Gut, das andere, was ich an diesem Kissen klasse finde, und das gilt aber grundsätzlich für alle Bettmaterialien meiner Meinung nach und der Erfahrung meiner Patienten nach. Das Wichtige ist, dass ihr bei einem Kissen darauf achtet, dass es natürlich keimfrei bleibt. Keimfrei bedeutet, dass sich dort keine Milben ansiedeln im großen Stil, dass sich dort keine Pilze bilden können oder Bakterien. Und das ist bei Naturmaterialien leider immer wieder der Fall. Es spricht überhaupt nichts gegen Naturmaterialien. Nur man muss sie wirklich anders behandeln. Die Naturmaterialien müssen viel, viel, viel häufiger gewaschen, gereinigt oder ausgetauscht werden, weil sie eben nicht auf Dauer haltbar sind. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ganz blöd, ein Strohkissen habt aus Stroh, hat niemand, aber das ist das Beispiel, das Stroh vergammelt. Das ist nach kurzer Zeit vergammelt, dann braucht ihr neues Stroh. Und das gilt aber genauso theoretisch auch für die Federn oder für andere Füllmaterialien, Daunen, wie auch immer, mal abgesehen davon, dass es nicht vegan ist. Was auch immer ihr für Naturmaterialien nehmt, es kann sein, dass die tatsächlich dann irgendwann voll mit Keimen und Milben sind. Und das löst Allergien aus, das löst chronische, ständige Immunreaktionen aus. Und das ist was, was den Schlaf dann auch wieder mindern und verschlechtern kann. Deswegen finde ich persönlich Kissen aus Kunststoffmaterialien in Ordnung, solange sie giftfrei sind. Und das ist jetzt wichtig. Leventor hat dafür gesorgt. Also das ist hier zertifiziert mit dem Ökotex-Siegel und mit dem Certipur-Siegel. Das heißt, es ist schadstofffrei, frei von Weichmachern oder irgendwelchen anderen Dingen, die hier rausgasen können. Und das finde ich auch gut und wichtig. Und darauf müssen wir heute ganz besonders achten. Was mir noch gefällt, ist, dass dieses Kissen nicht zu teuer ist. Es ist im erschwinglichen Preisrahmen im Moment, jetzt 2021, glaube ich, erhältlich für ungefähr 50 Euro. Und das ist für so ein orthopädisches Nackenstützkissen völlig okay. So billiger kriegt man auch schlechte Qualität. Viele Kissen sind eher teurer. Ich finde das in Ordnung, um das zu probieren und zu testen. Und es ist so, dass es durch die verschiedenen Größen, die es gibt, eben für die ganze Family geeignet ist. Das heißt, man kann tatsächlich, wenn man das möchte, alle damit versorgen. Aber vor allen Dingen wichtig für die von euch, die Probleme haben beim Schlafen und mit der Halswirbelsäule und der Nackenmuskulatur. Ja, das war's von uns. Praxis Family checkt ein Nackenstützkissen, das tatsächlich gut funktioniert. Sicherlich gibt es noch andere, die auch gut funktionieren. Das möchte ich nicht absprechen. Und da darf wirklich und muss auch jeder seine individuelle Erfahrung machen. Ich freue mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, ob ihr andere Vorschläge habt, welche Erfahrungen ihr mit diesem Kissen gemacht habt oder mit anderen. Ja, alles Gute. Matthias von die Praxis Family.